Ja, Angst vor dem Zahnarzt, das kann wohl jeder verstehen oder die meisten können sich zumindest vorstellen, dass es immer ein mulmiges Gefühl ist, zum Zahnarzt zu gehen. Ich möchte in diesem Video und in dieser Podcast-Folge Ihnen gerne 8 wertvolle Tipps mit auf den Weg geben, wie Sie denn am besten mit dieser Angst umgehen können und was Sie tun können, damit diese Angst Sie nicht dominiert und nicht sie davor hindert, zum Zahnarzt zu gehen. Denn das ist natürlich auch keine Lösung, weil die Probleme ohne den Zahnarzt natürlich immer größer werden und die Zähne wahrscheinlich irgendwann anfangen, weh zu tun. Also deswegen heute hier 8 Tipps, wenn man Angst vor dem Zahnarzt hat, was können Sie tun? Nun, das allererste Tipp Nummer 1 ist, sagen Sie es Ihrem Zahnarzt. Ganz, ganz wichtig, ja, wenn Sie das mitteilen, kann sich sowohl der Zahnarzt als auch die Helferin, die Mitarbeiterin am Stuhl viel, viel besser auf Sie einstellen. Ja. Zahnarzt weiß um Ihre Sorge, Sie müssen sich da auch nicht schämen, weil, wie gesagt, über 80% der Menschen geht es so. Und teilen Sie es einfach dem Zahnarzt mit: Mensch, ich habe ein bisschen Angst, ich bin unwohl, mir ist unwohl, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Und schon werden Sie merken, der Zahnarzt wird mehr Rücksicht nehmen, mehr erklären, ruhiger sein, sich mehr Zeit nehmen, besser auf Sie eingehen und auch die Helferin am Stuhl wird Sie besser begleiten. Wenn wir alle wissen, dass Sie Angst haben, können wir uns darauf einstellen. Also keine falsche Scheu und teilen Sie es gerne mit. Der zweite Tipp ist, buchen Sie einen Termin am Morgen. Ja, warum am Morgen? Das hat ganz einfache psychologische Gründe. Es gibt so ein englisches Sprichwort, das heißt Eat the Frog first. Hier könnte man heute dann sagen Eat the Dentist first. Wenn dieser Termin am Morgen ist, dann schieben Sie ihn nicht die ganze Zeit vor sich her und denken, oh, heute um 17 Uhr ist dieser Zahnarzttermin und das heißt, Sie haben 8 Stunden Angst vor sich, sondern vielleicht gleich am Morgen um 8 Uhr Eat the Frog first, den Termin gleich machen, dann ist es nämlich erledigt, ja. Und der ganze restliche Tag gehört wieder Ihnen und ist auch angstfrei für Sie. Der Tipp Nummer 3 ist, nutzen Sie Bachblüten zur Beruhigung. Es gibt spezielle Bachblüten, die für Ängste, auch für Panikattacken vorgesehen. Die bekanntesten sind die sogenannten Rescue-Tropfen. Also Rescue wie Rettung, Rescue-Tropfen, das sind Bachblüten. Die kann man unmittelbar vor dem Termin oder auch schon am Tag vorher nachts zum Einschlafen nehmen. Die bringen einen ein bisschen runter, die lösen die Angst etwas auf, lassen einen einfach ein bisschen ruhiger werden, sodass sie da auch noch eine naturheilkundliche Hilfe haben, um ihre Angst ein bisschen besser im Griff zu haben. Tipp Nummer 4 ist, bitten Sie in der Praxis um kurze Wartezeit. Also es ist ein toller Tipp, wenn Sie vor dem Termin zum Beispiel anrufen und sagen, hey, muss ich lange warten heute oder seid ihr in Time? Weil dann können Sie die Wartezeit im Wartezimmer so kurz halten, wie es nur irgendwie möglich ist. Das heißt, würde die Praxis sagen, Mensch, wir sind noch eine Viertelstunde im Verzug, sagen Sie, kein Stress, ich bin draußen, gehe noch ein bisschen spazieren und können da Ihre Nerven beruhigen, aber Sie sitzen nicht im Wartezimmer, wo natürlich dann Puls steigt, Anspannung steigt und die Atmung immer schneller wird. Das heißt, wenn Sie die Wartezeit verkürzen, tun Sie sich und Ihrem Nervensystem auf alle Fälle was Gutes. Der Tipp Nummer 5 ist, vereinbaren Sie sofort einen Folgetermin. Ja, das ist auch ganz wichtig aus psychologischer Sicht. Warum? Weil wenn Sie gleich wieder einen Folgetermin vereinbaren, dann steht der in Ihrem Kalender und Sie kommen nicht in Versuchung, den Zahnarzttermin bis ins Unendliche zu schieben. Ja, was nicht terminiert ist, findet meistens nicht statt. Wenn aber der nächste Termin zur Vorsorge schon in einem halben Jahr im Kalender steht, dann werden Sie nicht in Versuchung kommen, den um ein Jahr zu verschieben, um noch ein Jahr und irgendwann mache ich mir den Termin schon aus und irgendwann ist noch ein Jahr rüben und die Zähne sind vielleicht noch schlechter geworden. Also nutzen Sie den Moment, wenn Sie schon mutig waren beim Zahnarzt, dass Sie dann auch diesen Tag gleich nutzen, um nochmal besonderen Mut zu beweisen, sich den nächsten Termin auch gleich fest im Kalender einzutragen.
Der Tipp Nummer 6 ist, nutzen Sie Hypnose. Ja, es gibt sehr, sehr gute Hypnose-Therapeuten, die Ihnen selbst Hypnose, die Eigenhypnose lernen können. Wenn Sie da Fragen haben, fragen Sie gerne bei uns in der Praxis nach. Wir können Ihnen da Kollegen im Bereich Entspannungstechnik oder Hypnose auch empfehlen. Das heißt, Sie bekommen von dem Hypnose- oder Entspannungslehrer Techniken an die Hand, was Sie machen können, wenn Sie beim Zahnarzt sind. Was muss ich machen, wenn ich mich auf den Stuhl setze? Wie kann ich mich selber beruhigen? Was kann ich meinem Nervensystem Gutes tun? Wie komme ich aus dieser Angstspirale heraus? Das ist ein sehr, sehr tolles Mittel und wir haben da ganz, ganz tolle Erfahrungen schon in der Praxis gemacht mit Patienten, die dann wirklich in Hypnose waren, die waren aber super auch ansprechbar. Also man ist nicht so weggetreten, wie man es im Fernsehen sieht, sondern man ist immer noch ansprechbar, aber halt in einem tiefen, entspannten Zustand. Der Tipp Nummer 7 ist, fragen Sie nach einer Sedierung. Sedierung ist was, was wir in der Praxis sehr, sehr gerne machen. Funktioniert so mit einem Mittel namens Dormicum. Das kennen vielleicht die einen oder anderen, die schon mal eine Magen- oder Darmspiegelung hatten. Dormicum ist ein Mittel, das sedierend wirkt. Das heißt, man wird ruhiger, gechillter, entspannter. Die Angst löst sich tatsächlich auf. Und die allermeisten Patienten beginnen sogar während der Behandlung zu schlafen und verschlafen den Eingriff, sind aber immer noch voll ansprechbar. Das heißt, die machen die Augen zu, verschlafen das. Wenn ich dann sage, Frau Müller, bitte nochmal den Mund öffnen, sagen die, ja, gerne, schauen mich an, machen den Mund auf und verschlafen sozusagen diesen Eingriff. Und das ganz besonders Tolle ist, es wirkt eben super gegen Angst. Man schläft in der Regel. Und man kann sich nachher, wenn die Behandlung abgeschlossen ist, an nichts mehr erinnern, was während der Behandlung passiert ist. Das ist natürlich ein großer Vorteil, weil wenn ich mich nicht mehr erinnern kann, dann habe ich auch keinen Grund, jetzt nochmal eine neue Angst aufzubauen oder eine Angst, die ich schon hatte, zu verstärken. Also Sedierung in der Zahnarztpraxis ist ein super, super tolles Mittel für Angstpatienten. So, und das letzte Mittel, das ist dann Punkt Nummer 8, wäre dann tatsächlich die Narkose. Also wenn zum Beispiel eine größere Behandlung, eine größere Sanierung, eine Operation ansteht über viele, viele Stunden und Sie haben Angst, ja, dann ist die Narkose immer noch ein super gutes Mittel. Das heißt, es kann ein Narkosearzt in die Praxis kommen und in der Praxis dann Sie schlafen liegen, ja. Sie werden da vom Narkosearzt überwacht und auch beatmet und werden erst dann wieder aufgeweckt, sozusagen, oder aus der Narkose aufgeweckt, wenn die Behandlung abgeschlossen ist. Das ist aber wirklich aus meinen Augen die allerletzte Möglichkeit. Wir haben heute 8 Punkte besprochen. Ich will auf alle Fälle erstmal alle 7 Punkte vorher mal ausprobieren, zusammen kombinieren, weil die Narkose natürlich auch schon was sehr Invasives, also was auch Belastendes sein kann für den Körper. Und die würde ich mir sozusagen als letzte Chance, als letzten Ausweg aufheben, wenn wirklich alle Stricke reißen. Also ich hoffe, ich konnte Ihnen heute 8 Möglichkeiten zeigen, wie Sie mit Ihrer Angst beim Zahnarzt am besten umgehen können. Und bei Fragen oder Anregungen schreiben Sie es gerne in die Kommentare oder melden Sie sich gerne auch bei uns, wenn Sie Fragen haben. Unsere Website kennen Sie ja, ist www.medident-bavaria.de. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Ihr Dr. Alexander Neubauer.